Ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen. Lass es, ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen. Lass es. Hallo, liebe Randfreaks. Erstmal die Tür aufmachen. Erstmal die Tür aufmachen. So. Wir haben den 29. Heute ist Donnerstag. 29., 30., 31. Nee, 28. Genau. Und es ist windig. Und ja, ich bin noch echt krass am Überlegen, ob ich nicht nochmal schnell rübermähen sollte. Einmal kurz rübermähen. Sozusagen das Jahresendmähen. Soll ich jetzt mal neu einführen? Ah. Ja. Wahrscheinlich mache ich nur die Wurmhaufen weg. Die müssen weg. Aber können wir doch gleich rüber mähen. Warum nicht? Ja. Schneeschimmelnester. Aus der Nähe betrachtet ist es nicht sinnvoll. Ich glaube, ich lasse es. Aber Bock hätte ich schon. Also gibt es heute kein Video. Gibt nichts Spannendes beim Rasenfreak. Ja, hier, guck mal, hier geht gar nichts. Geht gar nichts. Nur Wurmhaufen Dreck. Oh, die Festuga nicht quälen. Ich habe gemäht. Die Fläche war hier völlig abgesoffen. Hier sieht auch ganz schlecht aus. Und hier sieht es besser aus, aber hier war es total weich. Total weich hier. Und hier steht immer noch Wasser drin. Aber immerhin ist der Teich nicht mehr voll. Hier haben wir einen Abfluss geschaffen, damit das da stand es total um die Felsenbirne herum. Überall stand das Wasser. Das ist hier rausgelaufen, hier durchgelaufen. Und ja, jetzt steht noch ein bisschen was drin, aber nicht mehr so schlimm. Hier, die Ecke da, hier habe ich tatsächlich vorhin gemäht. Weil ich dachte nur, ja, teste das mal. Gar nicht so schlecht. Aber gut. Ja, also irgendwas muss man auch draußen tun. Spazierengehen ist ja auch langweilig. Ihr könnt das Laub hier noch ein bisschen weghaken. Das könnte man natürlich machen hier. Hier ist immer noch über so ein bisschen Laub. Und die Wurmhäufchen ein bisschen wegschieben. Ja, wir haben hier heute 11 Grad. Es ist Wahnsinn. 11 Grad. Und da wächst natürlich der Rasen, auch wenn er nur langsam wächst, aber er wächst. Irgendwann muss es sein. Wenn nicht jetzt, wann dann? Lass es. Ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen. Lass es. Ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen. Hier kann man nochmal rüber mähen. Hier nochmal, also die Spitzen. Nur die Spitzen. Hier überall Poa-Blüte. Da ist sie schon überall. Dieses Gras ist der absolute Wahnsinn. Denkt nicht drüber nach. Jetzt mal gleich die schönen Poa-Samen verteilen hier. So. Oh. Das erste, was hier wächst, ist die Poa. Muss gemäht werden. Unglaublich stumpf. Endlich ein bisschen trocken. Ist nicht sinnvoll. Beherrsch dich, Rasenfreak. Ah.
Boah. Okay, das macht also auch keinen Spaß. Ach ja. Aber kurz davor. Ich hole noch mal den Höhenmesser. Hier ist echt schön. Ja, es ist kaum gewachsen. Ja. Ja, so ein paar Helmchen stehen raus auf über 20. Aber der meiste Kram ist so bei 15. Naja, könnte natürlich. Ja, kann man leicht nachschneiden, muss man aber nicht. Lass es. Lass es. Ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen. Lass es. Ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen, ich will mähen. Lass es. Ja. Das sind sie. Das sind sie, die Stimmen in meinem Kopf. Ich muss mich so dazu zwingen, den Rasen nicht zu sehr zu belasten, meinen Mähtrieb zu befriedigen. Geht nicht. Okay. Ja, stattdessen will ich mich mal lieber hier um den Swordman kümmern. Ich habe hier eine ganz coole Sache. Einen Wechselschalter, um den Antriebsmotor für die Spindel rückwärts laufen zu lassen zum Backlapping. Einen ganz heißen Tipp von Markus bekommen und hat mir eine Anleitung geschickt, wie man den Swordman hier umbauen kann. Das ist hier so ein Wechselschalter. Das hier. Kommt hier so ein Schalter drauf. Dann kann man so klack, 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 klack. Kann man linksrum, rechtsrum schalten. Also der polt einfach nur die Drähte um. Mir fehlt aber leider noch ein bisschen Draht, um hier jetzt die Sache zu installieren. Seht ihr allein in den nächsten Videos. So, jetzt aber tschüss.